Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute haben wir eine aufregende Geschichte für euch, die unglaubliche Rückkehr des King of Bollywood, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, ein Name, der in Bollywood einfach nicht wegzudenken ist. Der 58-jährige Superstar hat seine Fans weltweit begeistert. Doch ab 2018 mussten seine Anhänger ganze 4 Jahre auf neue Filme von ihm verzichten. Aber 2023 brachte das große Comeback und das gleich dreifach. 3 neue Filme. 3 absolute Kassenschlager. Shah Rukh Khan kehrte nicht nur zurück, sondern brach auch sämtliche Rekorde. Laut IMDb haben seine Neuerscheinungen weltweit rund 300 Millionen Euro eingespielt. Das macht sie zu den erfolgreichsten Filmen seiner gesamten Karriere. Und was war das Geheimnis seines Erfolgs? Ein Genrewechsel. Statt in seiner ikonischen Rolle als Romantiker, die ihm in den 90ern und 2000ern zu Weltruhm verholfen hat, wagte sich Shah Rukh in das Action-Genre. In Pathan und Jawan zeigt er sich als durchtrainierter Held und mutiger Kämpfer und die Zuschauer waren begeistert. Doch auch sein 3. Film Donkey hat eine andere Seite von ihm gezeigt. Here stand ein Aher Natch Dinklage Gestrickte Mittelpunkt, Didenik zu einem großen Erfolg word. Dieses Jahr war für Shah Rukh Khan und seine Fans ein absolutes Highlight. An seiner Seite glänzte wieder seine gute Freundin und Bollywood-Beauty Deepika Padukone. Zusammen haben sie bereits in Filmen wie Om Shanti Om und Chennai Express die Kinoleinwände erobert. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welcher dieser Filme euer Favorit ist und warum. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Geschichten aus Bollywood und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal!